Jetzt haben wir unsere Hände hier in Half-Life Alyx. Und das ist einfach sowas von fucking abgefahren, ey. Leute, hier, guck mal. Das ist richtig geil. Wie genial ist das denn jetzt bitte? Half-Life Alyx lässt sich nun tatsächlich mit der MetaQuest 3 ohne Controller nur mit euren Händen spielen. Und wie genau das funktioniert, zeige ich euch nun in diesem Video. Was benötigen wir? Eigentlich nicht sehr viel. Wir brauchen erstens eine MetaQuest 2, MetaQuest 3 oder eine MetaQuest Pro. Dann brauchen wir eigentlich nur noch Steam Link. Als erstes müssen wir das Handtracking auf der MetaQuest einschalten. Und zwar wie folgt. Geht dazu in die Einstellung, dann auf Bewegungstracking und schaut dann, dass das Hand- und Bodytracking eingeschaltet ist. Nun könnt ihr hier auch noch wählen, wie ihr zwischen Handtracking und Controller-Tracking wechseln möchtet. Ich habe das Doppeltippen mit den Controllern gewählt und dies auch eingeschaltet. Ihr könnt aber auch einfach ins Hauptmenü gehen und dort direkt das Handtracking ein- oder ausschalten. Als nächstes müssen wir SteamVR auf den Beta-Channel umstellen. Dazu geht ihr in eurer Steam-Bibliothek auf SteamVR, dann auf das Zahnrad mit der Bezeichnung Verwalten, dort in die Eigenschaften und dann auf Betas und wählt rechts oben im Menü Beta SteamVR Beta Update aus. Nun benötigen wir noch den MetaQuest Beta Release Channel. Dazu klickt ihr bitte einmal auf den Link, den ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt habe. Hier müsst ihr euch dann eventuell erst mit eurem Meta-Konto anmelden und dann klickt ihr auf Join. Wechselt nun wieder auf die MetaQuest und schaut bei Steam Link nach, ob die Beta installiert wurde. Dazu geht ihr auf dem Thumbnail auf die drei Punkte, dann auf Einstellung, klickt auf Information zur installierten Version auf Release Channels und wählt dann die Public Beta aus. Zum Zeitpunkt des Videos ist es Version 2.0.11. Geht nun zurück ins Home-Menü und startet Steam Link. Stellt nun eine Verbindung zu eurem Gaming-PC her. Im Steam Home angekommen, könnt ihr nun Handtracking aktivieren, indem ihr die Controller zweimal aneinander tippt oder es über das Meta-Quest-Menü aktiviert. Wechselt erstmal wieder auf die Controller und startet nun Half-Life Alyx. Im Spiel angekommen, müsst ihr nun die Controller-Settings anpassen, indem ihr das passende Profil dazu aktiviert. Dazu gehen wir ins SteamVR-Menü auf Controller-Konfiguration. Dann wählen wir bei aktive Controller-Zuordnung Benutzer definiert. Geht dann auf andere Zuordnung auswählen. Dort klickt ihr bei aktueller Controller auf Oculus Touch Controller. Nun wählt ihr hier Handtracking Controller aus. Jetzt sollte bei aktueller Controller Handtracking Controller stehen. Jetzt fehlt noch das passende Preset. Dazu scrollt ihr unter offizielle Zuordnung etwas weiter runter, bis Community Zuordnung erscheint. Hier wählt ihr Launch Hand Tracking for Alyx aus und klickt auf Aktivieren. Schließt nun das Menü und tippt zweimal die Controller aneinander. Das war's. Nun habt ihr Hand Tracking in Half-Life Alyx. Nachdem wir das Handtracking für Half-Life Alyx jetzt passend im SteamVR-Menü bei den Controllern eingestellt haben, müssen wir jetzt einmal bei Half-Life Alyx selbst im Menü schauen, ob die Fortbewegungsmethode auf fortlaufend ist, also dass man sich frei bewegen kann und nicht mit Teleportation, und dass die Bewegungsrichtung auf Kopf steht. Und dazu gehen wir einmal ins Menü. Gehen auf Option, gehen dann auf Einstellung und dann schauen wir hier mal, Bewegung steht hier bei mir auf fortlaufende Bewegung. Das ist richtig. Und wir haben hier, steht auch rechts, fortlaufende Bewegung abhängig von der Kopforientierung. Es gibt auch noch abhängig von der Hand. Ich mag es aber lieber, wenn es nach dem Kopf geht. Das heißt, da wo ich hinschaue, läuft deine Figur auch hin.
Und nun Magic. Wir tippen zweimal die Controller zusammen. Dadurch ist das Handtracking aktiviert. So, voilà. Jetzt haben wir unsere Hände hier in Half-Life Alyx. Und das ist einfach sowas von fucking abgefahren, ey. Leute, hier, guck mal. Das ist richtig geil. Oh, jetzt können wir auch hier die Antenne einfach greifen. Können die einfach ziehen. Ganz normal. Also, wie man das in Wirklichkeit machen würde. Das ist total geil, ist das. Und wenn wir jetzt laufen wollen, ist ganz einfach. Jetzt schauen wir einfach in die Richtung, wo wir hinwollen und zeigen einfach mit der linken Hand, mit dem Zeigefinger, dahin, wo wir hinlaufen wollen. Und wir laufen. Und wenn du den Finger runternimmst, bleibt er stehen. Zeigst den Finger wieder nach vorne, läuft die Person weiter. Ist das geil oder ist das geil? Ist das geil oder ist das fucking geil? Ey, dann können wir hier auch, zack. Ich habe kein Controller in der Hand. Und ey, das ist so ein witziges Gefühl, hier in Half-Life Alyx zu sein, ohne Controller. Kann man einen Stift greifen? Das geht auch. Geil, ey. Und jetzt kannst du den Stift nehmen und kannst. Das fühlt sich wirklich schon echt gut an, ne? Also da, man merkt, eine kleine Latenz ist natürlich da, aber das funktioniert schon wirklich erstaunlich gut. Guck mal, wenn man die Hände aufmacht, zeigt er einem auch an. Linke Hand, Zeigefinger und Daumen zusammen. Kommen wir hier ins Steam-Menü. Machen wir das nochmal. Kommen wir wieder raus. Zack. Und mit der anderen Hand kommen wir ins Meta-Menü. Also, ja, wie man das halt kennt, ne? So, und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal weiter, da wo ich hin zeige. Deswegen, also mit Linkkabel geht natürlich nicht. Das funktioniert aber auch so oder so nicht. Macht aber auch keinen Sinn, weil man sich ja die ganze Zeit im Playspace bewegen muss. Ja, weil man im Endeffekt dahin läuft, wo man hinschaut. Ne? Und wenn man dann ein Kabel jetzt hätte, wäre problematisch. Aber ist das geil oder ist das geil? Jetzt gehen wir da mal hin. Guck mal, jetzt können wir einfach die Tür greifen und können die Tür aufmachen. So, wie man das wirklich machen würde. Das ist so abgefahren, ey. Das ist sowas von... Können wir die Tür greifen, den Türgriff? Tür aufmachen. Ah, Leute. Oh. Das fühlt sich auch irgendwie... Es fühlt sich irgendwie richtig an. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es fühlt sich tatsächlich richtig an. Also... Ja, weil man hat jetzt keinen Thumbstick, den man drückt, sondern im Endeffekt, ja, ich laufe einfach dahin, ne? Also, wenn wir die Dose nehmen, geht das auch? Dose greifen? Geht auch. Umdrehen. Das ist abgefahren, Leute. Das ist richtig abgefahren. Das müsst ihr definitiv ausprobieren. Es lohnt sich. Alleine für die Erfahrung. Und wenn man das hier jetzt mal so sieht, dann kann man sich auch schon fast vorstellen, wo die Reise hingehen wird. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so eine Apple Vision Pro keine Controller hat und ich sehe, dass man hier selbst mit Gesten eigentlich schon sehr gut das steuern kann, obwohl das hier alles Beta ist, möchte ich gar nicht wissen, wenn wir jetzt mal irgendwie... Ja, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal irgendwie 2 Jahre, 3 Jahre weiterdenken, ja, wie gut das dann funktionieren mag, ne? Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt alles Beta und ich kann mir wirklich vorstellen, in 2, 3 Jahren, ich weiß nicht, braucht man dann noch unbedingt Controller oder geht das dann komplett mit den Händen und wir brauchen gar keine Controller mehr? Richtig abgefahren. Oh, ein Fahrstuhl, ich wollte einen Fahrstuhl schon immer mal richtig bedienen. Drücken wir mal den Knopf. Gehen wir mal in den Fahrstuhl. Drücken wir mal den Knopf. Na, guck mal, ein bisschen, man sieht ein bisschen schwuppelt das hier, aber zack, es funktioniert. Ich bin echt begeistert. Das ist echt. Und wir laufen. Es ist so geil. Keine Controller in der Hand. So, kann ich jetzt die Leiter greifen? Tatsache. Leute, die Leiter klettert man hoch, indem man ja, die Leiter greift. Ganz normal. Und selbst das funktioniert. Greifen wir. Machen wir auf. Hinzeigen. Drin. Funktioniert auch. Zack.
machen wir auf hier. Oh, moin. Ja, ich ergebe mich. Ich ergebe mich. So, wollen wir mal gucken, ob ich fangen kann, wa? Greifen. Greifen, ziehen und fangen. Und ich hab's. Hat funktioniert. Das ist cool. Oh, was haben wir denn da? So, nachladen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Zack. So, wie man nachladen würde. Ne? Also, das funktioniert. Ist das geil. Und jetzt laufen wir mal. Das ist... Ja, aber wie ihr seht, selbst Schießen funktioniert. Das Tracking ist da wirklich nicht sehr genau. Ne? Das hat man gesehen. Also Zielen ist hier wirklich fast unmöglich. Beziehungsweise wirklich schwierig, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich sag's wieder. Wenn wir jetzt mal vielleicht 2-3 Jahre weiter sind, kann ich mir vorstellen, dass das dann schon deutlich besser funktionieren wird. Und ja, es macht auf jeden Fall Laune. Ne? Also ich bin gespannt, ja, was uns die Zukunft da noch so bringen wird. Ich habe hier jetzt nochmal ein zweites Beispiel für euch. Und zwar befinde ich mich gerade in VR-Chat. Und zwar der Steam-Version vom VR-Chat, also die PC-VR-Fassung. Dies ist natürlich ein wirklich sehr beliebtes und ja, sehr aktives Social-Media-Game. Ich kann euch auch wirklich VR voll Deutsch ans Herz legen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Sind ganz nette Leute unterwegs. So, aber wie aktiviert ihr hier Handtracking? Und zwar wieder ganz einfach. Ihr geht ins Steam-Menü und wählt dort bei aktiver Controller darunter auf Benutzer definiert andere Zuordnung auswählen aus. Dort klickt ihr drauf, dann klickt ihr auf Oculus Touch Controller und wählt hier ebenfalls Handtracking Controller aus. Nun könnt ihr runterscrollen und unter Community Zuordnung Veru Smalls VR Chat Bindings auswählen und aktivieren. Dann könnt ihr das Menü einfach schließen und einfach die beiden Controller zweimal aneinander tippen. Könnt die Controller auf den Boden legen. Und was soll ich sagen? Handtracking ist aktiv. Wie ihr seht, ich kann jetzt mit der Meta Quest und der Steam VR-Version vom VR-Chat Handtracking nutzen. Und selbst hier kann ich laufen. Laufen geht ganz einfach, indem ich den Mittelfinger, und den Daumen zusammen mache und nach vorne ziehe. Wie ihr seht, kann ich mich so bewegen und kann ja in der Welt laufen. Und wie komme ich ins Menü? Auch ganz einfach, indem man den Mittelfinger und Daumen einmal zusammentippt. Zack, schon haben wir das VR-Chat-Menü auf. So, und mit den Händen ganz normal mit Zeigefinger und Daumen wählt ihr halt Sachen aus. Das heißt, wenn ich Avatar wechseln will, klicke ich hier. Kann ich draufklicken und auswählen, so wie man das normal auch kennt. Total geil. Menü schließen, wieder Mittelfinger und Daumen. Zack, geschlossen. Ist das geil oder ist das geil? Und ja, gibt garantiert auch noch viele andere Spiele. Da müsst ihr euch einfach mal durchprobieren. Ne? Einfach mal schauen, ob es für die Spiele passende Presets gibt fürs Handtracking. Sonst kann man sich oft auch selbst welche erstellen. Das heißt, ihr könnt auch selbst ja, die Tasten belegen oder die Finger belegen. Da müsst ihr euch einfach mal durchprobieren. Ist das nicht einfach genial? Ey, das ist so ein krasses Gefühl, in Half-Life Alyx rumzulaufen, ohne irgendwie einen Controller in der Hand zu haben, weil es fühlt sich irgendwie richtig an. Ja, es ist noch nicht perfekt, aber wie ich schon sagte vorhin, wenn man jetzt mal 2-3 Jahre weiterdenkt, dann kann man sich ungefähr denken, wo die Reise eventuell hingehen wird und dass man eventuell auch sehr viel ohne Controller machen kann. Gerade im Gaming-Bereich. Was auch sehr cool ist, ihr könnt euch im Endeffekt für alle möglichen Spiele selbst Profile erstellen. Probiert da einfach mal etwas rum. Und falls ihr noch ein paar PC-VR-Games sucht, die ihr mit eurer Meta Quest 3 zocken könnt, schaut euch mal dieses Video dort an. Denn dort stelle ich euch über 10 Spiele vor, die ihr definitiv mal gespielt haben solltet.